So, hallo und herzlich willkommen. Car-Mechanik steht, Simulator steht auf den auf dem Plan. Muss ich mal ganz kurz schauen. Komischerweise höre ich gerade nichts. Da habe ich die falsche, beziehungsweise da hat es mein Bluetooth-Gerät verbunden. So, jetzt. Also, mir ist nur gerade irgendwas aufgefallen. Ich war gerade verwirrt, weil der Pickup hier noch steht. Der sollte eigentlich hier auf der Hebebühne sein und die ganzen Sachen sollten da ebenfalls. Oder sind das die vom Pickup? Ne, das sind noch die ganz alten. Irgendwie. Dann gehen wir die mal zerschrotten. Hat's mir den Speicher. Also das Spiel nicht abgespeichert. Entweder ich hab's vergessen. Kann auch mal vorkommen. Ich habe gerade noch im Stream geschaut von gestern. Der ist aber nicht. Da ist es nicht mit drauf. Oder es hat einfach nicht abgespeichert. Deswegen ich auch einmal hier jetzt alles zerschrotte.
So. Dann haben wir Spiel speichern. Spielstand gespeichert. Zurück zum Menü. Ja. So. Wenn ich jetzt wieder das Profil lade, sollte jetzt mein Menü leer sein. Ansonsten hat mein Spiel ein Problem, das wäre ärgerlich. Dann wird es nämlich nur unser kurzer Stream. Keine Elemente, passt. Also habe ich wahrscheinlich wirklich vergessen abzuspeichern. Ja, passiert. Wie sagt man so schön auf ein neues? Nicht zur Strafe, nur zur Übung. So, den Kran und den Ölablassbehälter. Das Schweißgerät. Motor raus. Einmal, auch wenn er glaube ich recht gut aussieht. Wobei, jetzt haben wir doch 100%, passt. Hatte ich alles abgebaut. Ja, da hört man ein Mi-Mi-Mi.
Zerlegen wir den Motor. Ich weiß gerade gar nicht, was ich noch alles für den auf dem Lager gehabt habe. Muss man mal schauen.
So. Aufpassen. Ach. Einmal. Zweimal. Thank you.
Da hat jetzt irgendwie das Spiel nicht sauber reagiert. Aber konnte ich noch retten. Gott sei Dank. So. Wie war denn das? Torraum R6. Den Ventildeckel konnte ich nehmen. Das weiß ich noch. Der Rest glaube ich nicht. Querlenker VA-Typ B. VA-Typ B, ne. Bremse habe ich sowieso nichts da. Getriebe definitiv auch nichts. Da hatte ich glaube ich auch nichts. Rechts, den hatte ich. So wie die Stoßstange und den Motor. Motorhaube, Stoßstange. Hinten links, hinten rechts, vorne links bräuchte ich. Spiegel sind auch okay. Da habe ich sowieso nichts. Gut. Ich glaube, ich habe bis 50% oder. Ja. Ich glaube, ich hatte einen Bläulagerdeckel. Ja. Den hatte ich doch. Bläulagerdeckel. Tschüss. Alles, was 49 oder weniger hat. Tschüss.
Nein, das war das Falsche. Nur eins. Naja, egal. Sicherung nicht, Querlenker unten, Tipp B. Nockenwelle. Ich glaube nur den B. Habe ich doch, dachte ich. So. 2 mal den Reifen, 225, 15, so 15, 225, 75, zwei Stück. Ich glaube, ich weiß, was die anderen waren. Ach, ich glaube, die andere Reifengröße. Das kann man nachher schauen. Noch kurz die Klammer, die machen wir gleich drauf. Kraftstoffpumpe. Nockenwelle. Kupplung.
I can pay, oder? Das war es noch nicht. Ja. Die Zimtkatzen. Oh, das waren doch die Zimtkatzen. Dann haben wir den Motor schon mal wieder zusammen. Ich hätte doch alle Teile, also den anderen Code. Den lassen wir drin. Die müsste gut sein. Quatsch. Oh. Ganz fit bin ich auch nicht. Wie man vielleicht merkt.
Da muss ich noch die Teile wieder zusammenbauen. Kurz. Die Feder VA habe ich wohl vergessen. Klappt irgendwie nicht heute mit dem Einkaufen. Grüß dich, Wolperdinger. Schönen guten Abend. Schön, dass du vorbeischaust. Alles klar bei dir? Ah, hast du auf den 11 geupdatet. Cool. Läuft bis jetzt ganz gut. Das freut mich. Flammenrohr R6B. Ich hatte irgendein Flammenrohr, aber ich glaube... Nee. Nicht das Richtige.
Engine-Dämpfer V8. Oh, ich war doch gerade da. Den habe ich schon. Den habe ich schon verbaut, den anderen. Jo, ich schaue. Dadurch, dass ich ja immer wieder auf dem Schrottplatz, beziehungsweise eigentlich eher auf den Hütten, Scheunen immer wieder sehr viel Schrott mitnehmen zum Reparieren, habe ich mittlerweile doch ganz gutes Arsenal. Also die Gummibüchsen jetzt nicht, aber die Sachen hier, alles auf dem Schrott gefunden. Das Zeug hier ist vom Schrottplatz, beziehungsweise gut, die Zündspulen, die sind von dem Dings, sind von dem alten Auto, wo ich ausgebaut habe. Ja. Ja, da spart man halt immer wieder mal ein paar Sachen. Muss natürlich passen. Dann Getriebe und Reifen. Paar Karosserieteile und Scheiben. Genau, ich glaube, ich habe doch mal nach Zustand die Sachen hier eingelagert, wo ich noch nicht reparieren konnte damals. Schauen wir mal, ob ich die mittlerweile jetzt reparieren kann. Ja, mit der Einkaufsliste klappt ganz gut. Das stimmt schon. Heute bin ich ein bisschen neben der Spur irgendwie. Heute hat es nicht so geklappt, weil ich glaube ein, zwei Sachen aus Versehen gelöscht oder nicht gekauft oder zu wenig gekauft habe. Aber ansonsten, der kommt wieder rein. So, das sind die Sachen. Geht es echt gut. Aber wie gesagt, wenn ich halt in der Scheune bin oder so, und den ganzen Schrott mitnehme zum Reparieren, dann lagere ich den schön ein. Du kannst immer mal irgendwo irgendein Teil brauchen. Ja. Ich habe gestern gespielt. Ich habe ja gestern schon an dem rumgemacht, an dem Pickup. Ups. Hatte den ja komplett zerlegt und die Sachen komplett repariert. Meld mich vorhin an. Ja. Was habe ich vergessen? Oder was hat es nicht sauber gemacht? Gespeichert. Da stand der Pickup noch komplett vor der Werkstatt. Und ich so, nein! Naja, wie sagt man so schön? Nicht zur Strafe, nur zu Übel, zur Übung. Aber ja. Guck mal, mittlerweile haben wir 14.000 plus und reingesteckt, ich glaube, 444.000. Ja gut, aktuell glaube ich, habe ich das, was ich reingesteckt habe, ja als Gewinn aktuell wieder draußen. Aber ich habe ja noch einiges hier im Dings. Ich denke, das wird sich schon noch rentieren. Endschalldämpfer habe ich nicht, die Blattfeder habe ich.
Ja, so ein bisschen an den SnowRunner. Möchten Sie ein neues Spiel starten? Ja. Mittlerweile hast du ja mehrere Spielstände, wenn ich es richtig weiß. Also kann dir das nicht mehr passieren. Fängst du einfach einen neuen Spielstand an und der andere wird gespeichert oder bleibt gespeichert. So. Dann, genau, habe ich hier noch vier Gummis. Da tue ich den Bolzen mal mit dem Gummi in das Loch hier reinschrauben. Kraftstoffpunkte habe ich keine. So, also. Jetzt habe ich nur noch die Sicherungen. Die Kraftstoffpumpe brauche ich und den Enddämpfer. Ah ne, halt, passt doch. Die Heckklappe habe ich. Kraftstoffpumpe, zack, zack, zack. Endschalldämpfer, zack, zack, zack. So, Sachen gekauft. Rein mit. Dann müsste ich doch jetzt. Oh, halt, das Schlammrohr. Dann müsste ich jetzt für das Fahrwerk unten eigentlich alles haben. Der Rest geht oben rein. Beziehungsweise wir schauen mal, ob wir ihn auf den Boden stellen können. Jupp, er butzt nicht. Das heißt, mit den Reifen passt alles. Plus, was für ein Kühler? Kühler Typ C. Habe ich den schon verbaut oder? Kühler Typ A. Nee, den A. Typ C habe ich, glaube ich, vorher schon verbaut. Da hatte ich noch einen lagerhaltig. Also, dann noch zuerst den Sicherungskasten. Dann habe ich, glaube ich, auch keinen Deckel mehr. Den brauche ich, den brauche ich. Die Batterie brauche ich, den Servo und den Wasserbehälter. Mehr ist es da nicht. Kühler Typ C. Bremskraftverstärker. Servoölbehälter. Wischwasserbehälter. Kasten und Starterbatterie. Zack, haben wir alles. So. Klub, 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 klub.
Quattro. Jingle. So, dann Quatsch. Ab auf den Diagnosepfad. Passt. Oh, Starterbatterie vergessen. Die lag so weit oben. Klappe zu. Licht haben wir ausgerichtet, dann stecken wir die 1000 noch rein und lackieren das Teil. Was ich ein bisschen schade finde, denn durch das Lackieren kriegst du keinen Mehrwert raus. Das ist wirklich nur Optik. Dann machen wir matt. Jo, ich glaube den so, na, so. Bisschen Helligkeit noch runter. Ja, ja. So hat er doch was. Quatsch. Ja, kein Mehrwert. Auf zum Motorprüfstand. So, ich glaube, entweder auf dem Motorprüfstand oder auf der Rennstrecke. So kann man noch einmal den Wert erhöhen. Bisschen weniger, weil wir nicht alles auf 100% haben im Motor. Wo ist die Rennstrecke?
So, schauen wir doch mal. Oder hat sich nicht erhöht. Wäre auch noch möglich, aber manchmal erhöht es sich der Wert. Komischerweise. Keine Ahnung, mit was es zusammenliegt. Zack. Ne, mehr kriegen wir echt nicht. So, dann mach's gut. Hatte ich noch einen hier? Ja, gell? Den Atom. Der ist wahrscheinlich an der Passstraße. Die da hinten ist. Die Reifen. Ja, da sehe ich von hier aus schon drei, die kaputt sind. Drei, vier. Aber ich könnte es vielleicht alle sogar reparieren. Komischerweise. So. Kühler raus. Sind irgendwo noch. Egal. Ja, dass irgendwo noch irgendwelche Flüssigkeiten drin sind. Beziehungsweise machen den Sicherungskasten noch ausbauen.
Zelle raus. Jetzt ist die Frage, kann ich den einfach so raus tun oder stört noch was? Achsenantriebsrad. Das Achsenantriebsrad wahrscheinlich von unten. Gut, ich habe hier ein... Das gehört, glaube ich, zum Motor. Kompressor. Ich glaube, ich muss ihn doch mal hier drin zerlegen. Zum Dinge habe ich noch nie zerlegt. Dann machen wir erstmal die... Achsenantriebsrad IDN1H. Bibi. Rotor. Also, ich muss wirklich komplett. Ich glaube, ich kann den nicht einfach rausheben. Ah komm, dann machen wir es am im Motorraum direkt. Wäsche dann erstmal von unten. Da bin ich jetzt echt gespannt, was ich hier reparieren kann und was nicht. Aha.
Das war das Achsantriebsrad. Da hat sie das Ding versteckt. Kann ich es jetzt vielleicht doch den Motor rausheben? Getriebegangswelle ED irgendwas. ED-Dings. So. Jetzt kann ich ihn raus tun. Cool. Dann schmeißen wir den hier hin. Bin mal gespannt. So. Karosserie kommt mal raus. Karosserie, Windschutz, Türe, Kotflügel, Stoßstange, Motorhäubchen. Alles klar. Dann viel Spaß. Den Rahmen schweißen wir trotzdem, auch wenn es nur 6% sind. Ein Radlager hatte ich noch. Das kommt weg. So, dann haben wir schon mal hinten alles. So, mal kurz was trinken. Maybe.
Auf den E-Motor bin ich da mal gespannt. Das war alles. Dann zerlegen wir jetzt vollends den Motor. Schrauben, Schrauben, Schrauben. Na, Rotor und Stator, klar. Und das Mittelgehäuse. So, dann schmeißen wir die Bremsscheiben schon mal hin. Kühler Typ A. Ah. 30 Stück, okay. Keine Ahnung, wie viele ich bis jetzt habe. Schade, dass man das nicht nachsehen kann. So, mehr hatte ich nicht. Von dem Menü unter Extras. Ah, okay. Können wir mal kurz schauen. Speichern. Zum Menü zurückkehren. So, wenn es jetzt nicht gespeichert hat. Extras. Scheinteile gekauft. Aufträge 111. Aber nichts mit. Ne, das sind die Credits. Keine Kampagnen, insgesamt Aufträge, aber ansonsten nicht, schade. Ja, du, kein Problem. Es hat gespeichert. Ich bin begeistert.
So, einmal. Habe ich auf jeden Fall unter Elektro, genau, ein EV-Batteriemodul. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Mein Lieblingsding. Reifen abziehen, ja. Nehmen, demontieren. Zwei, zwei, fünf. Zwei, zwei, fünf und 1,75. Okay. Dann haben wir auf jeden Fall unterschiedliche Reifengrößen. Zack. Mehr habe ich glaube nicht. Nee. So, schauen wir doch mal. Wahrscheinlich kann man die Felgen reparieren. Nochmal versuchen. Jetzt. Gut. Schauen wir doch mal. Wir brauchen 17er und 16er Felgen. Okay. Felge 5. Felge Klassik, 16er, keine. Schade, unterschiedliche Felgen machen wir natürlich nicht drauf. So. Nach Zustand. Querlenker Typ C zweimal. Querlenker Typ C einmal. Das heißt, den hier kann man verkaufen. Antriebswelle HA Typ C haben wir auch. HA. Nope. Was haben wir für die Vorderachse? Kein Blech. Aber eine Antriebswelle, aber der S-Hinterradantrieb. Okay, aber wenn ich es noch richtig weiß, habe ich eine Bremsscheibe sogar mit zwei Sterne. Das heißt, die eine Bremsscheibe können wir auch verkaufen. Ja. So. Glaube ich nicht. Wie sieht es mit den Rücklichtern aus? Sind keine dran. Und ist auch weg.
Na komm. Alles mit Level 50. Zustand 50. EDEN. Habe ich da irgendwas im Motor? Glaube ich nicht. Doch, die Halterungsunterstützung EDEN 1H. Aber die... Ja. Die war gut. Nee. Ansonsten... Teile verkaufen. Alles, was 50% hat. Dann wollen wir doch mal... Bremsbeläge, 2 Stück, ja. 12 Mal. Das werde ich nicht hier bekommen. Feder VA einmal. Feder Hinterachse. Federunterlage für Hinterachse. Wahrscheinlich brauche ich die 2-mal eigentlich. Werden wir aber nachher sehen. Radlager 2-mal. Ich hab, doch, ja. Ich habe sie ja einmal verkauft. Das müsste passen. Lies Kopfstange. Einmal oder zweimal? Einmal. Domlager 2-mal. Den Stoßdämpfer 2-mal. Oh, ein Bremssattel. Die 2-mal. Den 3-mal. Ne, 2-mal, verdammt. Ich glaube, ich hatte nämlich noch ein. Das Kabel, die mittlere Sicherung. Die hier 3-mal. Release. 2-mal und das Ladegerät, das man nicht retten könnte. So, jetzt brauche ich je 2, beziehungsweise ich brauche auch noch genau einmal dich und einmal dich. Also. Einmal als 16 Zoll Variante. Und einmal als 17 Zoll Variante. So. Die Sportreifen. 175, 55, 16. 175. Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Ich muss es wieder aufschreiben, bevor ich wieder die falschen kaufe. 55, 16. 175, 55, 16. Und die 200.
25, 45, 17. Je einmal. Sechzehn, 175, 55, 17, 225, 45. Gut. Vollgeschriebener Zettel mit lauter Reifengrößen. Ich vermute, da geht es den normalen Mechanikern nicht anders. Nicht mal Kontakt mit dem Halter. Kompressor drauf. Halterung. Die Halterungsunterstützung, Leistungselektronik, Ladegerät, das Kabel hier, und das werde ich nicht haben. Und auch das habe ich, glaube ich, nicht. Nee. Ansonsten sind wir hier eigentlich durch. Elektro. Dann feiern wir Hochzeit. Zack. Nein, mit. Und tschüss. So. Motor drauf. Stoßstange. Kugel. Nummernschild. Jetzt machen wir noch miese. Das da will ich doch. Das würde ich sagen.
Die Modderabdeckung nicht vergessen. Immer noch eins zu viel. Stadtrohrbatterie brauche ich noch. Kommt aber nachher dran. Bleibt ein Kühler rein. Dann fahren wir das Teil mal hoch. Motorraum. Das Ding will mich veralbern. Das eine Rad kriegst du von der Seite ausrollen, dann das andere Zahnrädler von der anderen Seite. Na toll. Natürlich noch alles wieder zusammenbauen. So. Dann machen wir die Batterien beziehungsweise die Akku-Packs. Ach, ich hätte zwei Reifen gebraucht, keine einer. Ich glaube Sportreifen Ultra. Naja, also ja, Sportreifen Ultra. Nochmal einer.
16, 175, 55, 17, 225, 45. Naja. Aber lang werde ich es jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen. So, das müsste es gewesen sein. Ja. Habe ich doch nur einen. Den brauche ich. Den brauche ich. So, auf mit dem Ding. Fünfundzwanzig bis jetzt. So, hinten die größeren Schlappen. Hinten Fahrwerk ist jetzt fertig.
Die ein oder andere Gummibüchse werde ich wahrscheinlich noch brauchen. Oh, Lüfterzeugen B brauche ich auch noch. Einmal. Da kann ich jetzt eigentlich schon loslaufen. Paar kleine nehmen wir mit. Ein paar große. Den brauche ich auf jeden Fall. Kopf für die andere Seite. Bremsbeläge zweimal. Dann zweimal den hier, zweimal den hier. Vorstellen. Kabelstange. Der letzte Reifen. Lass mal das Teil wieder runter. So. Zweimal.
Batterie. Der Deckel. Behälter. Das sollte es gewesen sein. Flüssigkeiten auffüllen. Durch den Behälter durchleert. So. Dicht zu. Was haben wir aktuell? Oh, 66.000. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn verkaufe. Mir gefällt er nämlich eigentlich. Na, jetzt habe ich schon wieder diese kleinen Lecks drin. Wir gehen auf die Rennstrecke. Dahin will ich. Plum. So. Teststrecke, Rennstrecke. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Alter, hat er einen Zug drauf. Vielleicht die Reifen falsch rummontiert? Können die großen... Nein, Quatsch, die großen können nicht hinten drauf. Aber die Räder sind eingestellt. Zum Glück gibt es hier kein Schadenmodell.
Das ist echt schwierig, den Dinger gerade zu halten. Das glaubt man gar nicht. Was am Fahrwerk? Die Gummilager, Gedönse, ansonsten ist doch alles okay. Ja, mit den Reifen sieht es auch gut aus. Du kommst mal auf den Motorprüfstand. Ja, das sind die 50% Teile. So, dann waschen wir nochmal Quatsch innen und außen. Innen. Dann nochmal außen. Außen und innen sozusagen. Wie viel haben wir reingesteckt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. 10.000. 50.000 machen wir Gewinn. Passt. Tschüss. Ich denke, kannst nicht fahren, da brauchst du größere Schlappen wahrscheinlich drauf. So, habe ich denn noch irgendwas in der Garage? Ah ja, die beiden Kollegen hier habe ich mir mal geholt. Und die kennt ihr ja. Aber ich würde sagen, das war's dann für heute. Kann man eigentlich hier irgendwie raus rein? Nö. RW, dahin gehe ich. Kann den Autos am Vorbeifahren zusehen. Hey, hier. Oh cool, wir haben Wi-Fi sogar. Schönes WLAN. Den kann man immer noch nicht fahren oder interagieren. Alter. Den würde ich mal gern Karosserie und so weiter, ey. Telefonzelle. Ring, ring. Boah. Das Ding ist auf Kopfhöhe. Oder ich bin einfach recht klein.
Ich glaube, das Ding ist recht groß. Naja, mit diesen Worten würde ich mich bei euch verabschieden. Bedanke mich bei Wolper fürs Vorbeischauen, auch wenn er vielleicht nicht mehr da ist. Jo. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Euer Dragon. Tschüss.